Für die Koalition hat Matthias Hauer das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, schreien Sie doch nicht, bevor ich angefangen habe zu reden. Das können Sie gleich noch nachholen. Der Antrag Nahrungsmittelspekulationen stoppen hat eine ordnungsgemäße parlamentarische Beratung verdient in den Fachausschüssen, eine innerliche Debatte im Plenum. Und das verwehren Sie uns heute. Sie betonen die Rechte des Parlaments auf der einen Seite und entziehen uns die Möglichkeit, hier heute darüber vernünftig zu diskutieren, indem Sie das als ohne Debattepunkt anmelden. Das ist einfach schlechter Stil. Und wir wollen, dass das ordnungsgemäß beraten wird, federführend im Finanzausschuss, mitberatend im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der Antragsteller, Bündnis 90 Die Grünen, hat sich hier für einen anderen Weg entschieden. Sie wollen das heute auf die Schnelle abstimmen, als ohne Debattepunkt auf die Tagesordnungsgesetz. Sie hätten es ja als Debattenpunkt auf die Tagesordnung setzen können, haben Sie nicht getan. Sie verwehren stattdessen uns allen hier die Möglichkeit, über dieses wichtige Thema hier vernünftig zu beraten. Im Übrigen, und dann nützt auch die gespielte Empörung Ihrer Kollegin überhaupt nichts, sondern Sie hatten genug Zeit. Die Verordnung auf europäischer Ebene ist nicht vom Himmel gefallen. Seit einem Jahr wird darüber europäisch debattiert, wie da die Positionslimits aussehen, seit über einem Jahr. So, seit 1. Dezember gibt es nun die Veröffentlichung dieser Verordnung. Und soweit ich mich erinnere, hatten wir im Dezember auch eine Sitzungswoche. Wir hatten im Januar zwei Sitzungswochen. Und wo waren da Ihre Anträge? Ich habe keinen gesehen, Sie haben keinen gestellt. Insofern Fehlanzeige bei den Grünen. Und da muss man mal sagen, Sie hätten das einfach auf die Tagesordnung bringen können, dann hätten wir das hier ordnungsgemäß beraten. Und was passiert nun? Gestern kommt Ihr Antrag, heute nur darüber abzustimmen, nicht in der Debatte zu beraten. Das finde ich nicht in Ordnung. Das lassen wir Ihnen auch so nicht durchgehen. Und der Antrag im Übrigen ist auch der Antrag. Sie haben es auch nicht aufgesetzt, sehr geehrte Kollegin. Im Übrigen werden wir das im Rahmen der Beratungen zum MiFID ohnehin beraten. Insofern vergeben wir uns dazu nichts. Zur Frist komme ich genau jetzt. Der Antrag ist nämlich auch überholt. Sie fordern die Bundesregierung auf, Einwände auf europäischer Ebene zu erheben, obwohl der ECOFIN-Rat bereits Ende Januar dazu getagt hat. Da hat im Übrigen kein Land ihre Bedenken geteilt. Gestern hat auch noch einmal das Europäische Parlament die Verordnung angenommen. Das Thema ist also europäisch entschieden. Und wir wollen einfach, dass das Thema angemessen behandelt wird. Es ist ein wichtiges Thema. Es geht darum, einerseits Spekulationen mit Lebensmitteln zu unterbinden und andererseits zum Beispiel Landwirten zu ermöglichen, sich weiterhin gegen Preisrisiken abzusichern. Das sieht die delegierte Verordnung auf europäischer Ebene so auch vor. Und das werden wir so auch beraten in den Fachausschüssen und später dann auch hier inhaltlich im Plenum, leider nicht inhaltlich schon heute, weil die Grünen es nicht anders wollten. Vielen Dank.